Frau Präsidentin, Kommissar Verheugen hat hier sehr eindrucksvoll dargestellt, wie die Krise aus dem Finanzmarkt übergeschwappt ist auf den Automarkt. Es kommt hinzu, das Vertrauen ist weg, die Unsicherheit, was die künftige CO2-Regelung angeht. Deswegen kann ich die Kollegen dieses Hauses, den Rat, nur auffordern, sehr schnell zu einer verlässlichen, klaren Regelung im Bereich der CO2-Regelung für Autos zu kommen. Auf der Basis der französischen Ratspräsidentschaft, da kann ich Ihnen nur, Herr Joyet, zu gratulieren. Aber das klimafreundlichste Auto, das wir in Europa wollen, bringt nichts, wenn es im Schaufenster steht, wenn es nicht auf der Straße ist. Und die Leute müssen es nicht nur fahren, sie müssen es auch bezahlen können. Deswegen fordern wir folgenden Dreiklang. Erstens, neue Modelle auf die Straße bringen, braucht jetzt viel Investition in Forschung. Deswegen begrüßen wir das Programm der Europäischen Investitionsbank. Am 2. Dezember, Tag der ECOFIN, wir hoffen, dass dort eine Entscheidung getroffen wird, dass weiche Darlehen, günstige Darlehen in die Automobilindustrie fließen. Zweitens, die Autobanken müssen gesichert werden. Das können wir hier nicht tun in Europa. Das muss unter den Dächern der nationalen Rettungspakete erfolgen und die müssen offen bleiben. Aber drittens, Kommissar Verheugen hat es angesprochen, wir brauchen Verschrottungsprämien in Europa. Italien hat es vorgemacht, Schweden vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie Italien. Das ist der Weg, wie man durch steuerliche Anreize Autos auf die Straße bringt, neue Modelle auf die Straße bringt. Es wäre schön, wenn wettbewerbsrechtlich hier keine europäischen Schranken aufgestellt würden. Deswegen wäre es gut, wenn Frau Kroes hier auch anwesend gewesen wäre. Aber das ist der Weg in ein neues Paradigma.